Ich würde sagen, läuft irgendwie. Tja, moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Olli von Kettentreter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, wer meinen Kanal ein bisschen verfolgt, der weiß, zu besonderen Anlässen gibt es für besondere Menschen auch ein kleines Special. Und wir basteln wieder. Heute zeige ich euch meine E-Bike-Garage. Da ist sie. Wir bauen die jetzt zusammen. Und ihr könnt zugucken, wie ich mich dabei anstelle. Aber erst kommt das Intro. Bis gleich. Tja, so, da ist er wieder. Gleich nach dem Intro. Ja, wir basteln heute meine E-Bike-Garage Playmobil City Life. 48 Teile, das ist die Nummer 70674. Ich habe die schon eine ganze Weile liegen. Irgendwie hat Playmobil hat die geilsten Fahrräder im Angebot, irgendwie finde ich. Dann habe ich mir das Teil jetzt hier so mal gekauft. Schon ein paar Wochen her. Und habe mir so gesagt, nur so ein Osterspecial mit dem Teil wäre wieder ideal. Ich muss die Brille wechseln und dann schauen wir einfach mal, wie wir uns anstellen. Ich bin ja so ein Anleitungslegastheniker. Ich hab's nicht so mit Anleitungen. Und ja, da werden wir mal schauen. Ja, wenn es ein bisschen zwitschert und flattert, das sind die anderen beiden Vögel hier im Büro. Elvis und Priscilla, die dürfen hier ein bisschen frei rumdrehen. Und ab und zu sind die sehr mitteilungswürdig. Und ja, dann fliegen sie auch mal ein bisschen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr im Mikrofon. Wir werden sehen. So, da sind wir auf dem Tisch. Ja, ich habe Handschuhe an. Dann habt ihr einen etwas besseren Kontrast. Und ich muss mir keine Fragen gefallen lassen, warum meine Finger dreckig sind. Aber bevor einer fragt, ich musste vorhin noch mal ein bisschen an einem Auto basteln. Ja, Auto, okay. Und das war natürlich nicht so nett. Und das Öl, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht abgekriegt. Und bevor es nachher unter die Dusche geht und die große Bürste kommt, machen wir es dann halt so, auf die Art und Weise. Lasst uns zum Thema kommen. Playmobil, City Life. City Life wäre hier ganz gern genommen. Die haben schöne Sachen da drin. Habe ich wirklich gesehen, so, oh, das kann man alles so für kleine Kinder, kann man das alles so schön kaufen. Auch preislich ganz in Ordnung. Wir haben die 70674. 45 Teile E-Bike-Garage, E-Bike-Werkstatt, irgendwie so hieß das. Steht auch gar nicht mehr drauf, was das ist, ne? Also, wie es genau heißt. Ne, steht nur dran, was drin ist. So, wir haben eine Figur, wir haben zwei Bikes, wir haben einen Werkzeugschrank. Wir haben ein bisschen Werkzeug dazu und eine To-Do-Liste. 45 Teile. Und ihr wisst, ich kann mit Anleitungen nicht umgehen. Eieieiei. Reißen wir es auf wie ein Westpaket, gucken wir, was drin ist und dann bauen wir es zusammen. Ist ja schließlich Ostern und der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich über Ostern auch über irgendetwas Schönes von diesem Hersteller hier gefreut haben. Davon gehe ich mal aus. Machen wir das mal hier raus. So, zack. So. Das lege ich mal hier oben in die Ecke. Ich glaube, das stört es am wenigsten. So, wir haben hier den Werkzeugschrank. Der ist schon mal in einem, das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Das ist die To-Do-Liste als Aufkleber. Ja, und die anderen beiden möchten mitspielen, ganz dringend. Das ist die Anleitung. Und damit ist das schon fertig. Das kriege ich hin. Bin ich ganz doll überzeugt von. Dass das diesmal nicht so ein Fiasko wird wie beim Weihnachtsvideo. Ich verlinke euch das mal oben da. Die Weihnachtsgeschichte mit dem Clapbike. Ich hab's noch, steht hier übrigens. Ich halte mal hier so ein bisschen in die Kamera. Da ist das Clapbike. Auch vom Playmobil. Haben wir Weihnachten gebaut. War auch ganz lustig. Ich habe auch da die Aufkleber immer noch nicht dran geklebt. Weil ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit soll. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Fahrradrahmen. E-Bike-Rahmen. Sieht aber echt gut aus hier, wenn man so auf die Details guckt. Ich halte euch die mal hier ein bisschen. Oh, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera.
Guck mal hier. Akku, großen Unterrahmen-Akku. Na. So, da muss ich hin mit der Kamera. So. Da der Motor dran. Nicht schlecht. So, wenn ich mir das Bild hier auf dem Karton angucke, kommen da die grünen Räder ran. Die sind in der Tüte. Wir sollten das vielleicht erstmal alles rausschmeißen. So, zack. Tüte fällt. Tüte ist gefallen. So, wir haben hier zwei grüne Räder. Mal gucken. Bei dem Nikolaus-Video war das auch so kompliziert mit den Rädern an den Hängern. Ne? Irgendwie kann ich mich so dran erinnern. Das war so ein bisschen etwas wild. So. Wir brauchen die graue Gabel. Na. Chaka. Was ist denn hier los? So, jetzt. Und das zweite grüne Rad. Und das E-Bike wäre dann schon einmal fertig. Wo legen wir es hin? Legen wir es da oben hin. Ja, so, zack. Dann sieht man es schön im Kontrast. So, ich muss mal gucken. So, da legen wir es hin. Ich sollte mir mal einen Rahmen hier drumherum machen, wie mein Spielraum ist, was die Kamera angeht. Aber das nur dazu. So, wir haben eine Figur. Auch wieder ein bisschen gendergerecht. Der hat nur einen halben Audi übrigens. Ja, auf dem Gürtel. Für den Ganzen hat es noch nicht gereicht. Aber vielleicht macht er ja YouTube. So, Freshes Cap kriegt er. So, hat er. Auch fertig. Laut der Anleitung ist das sogar eigentlich alles. Wir sollen eigentlich mit dem Schrank anfangen. Aber da ich die Schranktüte noch gar nicht aufgerissen habe, machen wir das auch nicht. So, zweite Bike. Ich halte es euch hier mal in die Kamera. Ist Türkis. Auch wieder Unterrahmen-Akku, ja, ein schöner Motor dargestellt, eine Schaltung dargestellt. Das sieht gut aus. Ne? Also ich finde es klasse. Das Teil ist komplett blau. Ich mag ja auch total einfarbige Fahrräder. Ich habe übrigens ein neues Crossbike, das werde ich euch demnächst mal vorstellen. Auch hier so ein bisschen Eigenbau. Ein etwas hochwertigeres Teil. Aber wieder mal mit meinen eigenen Special-Komponenten. Und auch da ist die Fahne noch nicht zu Ende. Oder die Fahnenstange ist noch nicht zu Ende. Da wird auch wieder umgebaut bis zum geht nicht mehr. So, das war diese Tüte. Das ist das Werkzeug. Hier ist noch irgendwie eine Spraydose. Was auch immer. Hier haben wir noch einen Stift. Der ist vielleicht für die To-Do-Liste. Genau, und da ist die To-Do-Liste. Auch alles da. Dann werden wir mal schnell. Wir wollen uns auch nicht ewig aufhalten hier, ne? Bei dem schönen Wetter, da muss man eigentlich raus und Fahrrad fahren. Und das Wetter ist ja auch mal die geilste Motivation dazu. Tja, und bei Motivation fällt mir ein. Leute, ich weiß echt nicht, was mit meinem letzten Video passiert ist. Irgendwas muss ich da richtig gemacht haben oder grottenfalsch. Dass das auf einmal so viele Aufrufe hatte. Ich weiß es nicht. Asche auf mein Haupt. Ich freue mich natürlich, weil ich habe natürlich in der Zeit jede Menge Follower dazu gewonnen. Grüße an alle, die dazugekommen sind in den letzten Tagen, Wochen. Ja, hier gibt es immer ein bisschen was Lustiges. Ab und zu auch blödes Gequatsche, aber die Leute finden das toll. So, wir haben hier einen Stempel, um das hier da reinzudrücken. Ah, okay. So wird ein Schrank gebaut bei Playmobil. Man nimmt die Adapter, setzt sie da irgendwie rein und hat dann so ein Steckertool. Ah, ist ja auch mal nett. So, ich sollte das hier machen. So, dann sieht man das auch. Zack. Lustigerweise fällt mir gerade auf, dass ein Ständer hier vor mir liegt. Hier fürs Fahrrad. Und zwar für das blaue. Nee, Quatsch, für das rote ist das. Müsste doch der Ständer sein. Doch, das ist der Ständer. Ah, da ist eine dicke, fette Nase dran. Ja, okay, und wenn man es richtig rum reinsteckt, dann funktioniert es auch. So, jetzt steht das Fahrrad. Ist das nicht schön?
Ein Träumchen. So. Schrankrahmen. Zack. So, Werkzeug. Da sollen 6 solche Pins drauf. Und zwar nach einer gewissen Reihenfolge. Von hinten durchstecken. Offensichtlich von hinten. Alle guten Sachen werden von hinten reingesteckt. Sagt man so. Nein, nicht wirklich. Wir wollen ja hier ein bisschen jugendfrei bleiben. Aber das kennt man ja auch von Lego, dass man da irgendwie an irgendwelcher Stelle dann erstmal dreimal überlegen muss, was das denn so Schönes wird. So, was haben wir hier? Da haben wir den Schubladenschrank. Den setzen wir hier irgendwo mal rein. Zack, das ist schon erledigt. So, 6-mal haben wir solche Pins, aber wir brauchen gar keine 6-mal davon. Zack. Und jetzt haben wir in der Tüte hier auch noch das passende Werkzeug dazu. Dann schauen wir einfach mal, wie wir das hier so am besten hinkriegen. Einen schönen Schraubenschlüssel. Ah, ich sollte mir mal eine Schere hier an Platz legen. Ich habe nur hier so eine kleine. Ich brauche mal so richtig die der Schere sein Vater. So, die Unboxing-Schere des Todes. Oder irgendwie sowas in die Richtung. So, haben wir hier ein schönes Werkzeug ein bisschen. Mollschlüssel, kleines Hämmerchen, kleinen Schraubenzieher. Den Hammer kriegt er hier in die Hand. Und zwar in die linke, wenn wir es machen, wie es auf dem Bild ist. In die andere Hand kriegt er das Gerät für... Ja, das Akkuladegerät soll das wohl sein. Hier ist so ein Seil dran. Das wird dann wahrscheinlich ans Fahrrad angeklemmt. Das ist cool. Den Ständer müssen wir noch zusammenbauen. Und bei Ständer fällt mir ein, so hier sind wir schon durch. Ja, den Schrank könnten wir auch noch bestücken. Da waren wir eigentlich stehen geblieben, ne? Wir machen wieder alles durcheinander hier heute. Bei Ständer fällt mir ein. Wer noch einen Ständer braucht und keinen hat, der sollte vielleicht am Donnerstag, den 21. April, mal die Lidl-Filiale seines Vertrauens besuchen. Da gibt es diese Fahrradständer von Privit für 25 Euro. Und ich habe die selber. 2 Stück davon. Absolut top. Die halten ein E-Bike auch aus. Und man kann vernünftig arbeiten. Man muss da nicht irgendwo so blöde auf 7:30 und gebeugt und über den Rahmen gucken und dann mit einer Hand noch hochheben und was weiß ich für ein Quatsch. Braucht man nicht. Montageständer von Krivit bei Lidl ab Donnerstag. Ich kriege das nicht bezahlt, deswegen steht da auch keine Werbung. Ich sag's nur, habe ich selber gesehen, gibt es in Kürze. Und ja, wer noch einen braucht, sollte zuschlagen. So. Am Ständer die Halterung. Na. Ist auch ein bisschen fummelig manchmal hier bei diesen Playmobil-Geschichten. Wenn ich mir vorstelle, das müssen so 4 bis 10-Jährige sollen das bauen. Naja. So, an die Stange geht das hier ran. So, da soll das Rad dran halten. Auf dem Ständer. So, wir haben noch einen zweiten Ständer für, falls man es so hinstellen möchte. Oder man noch ein anderes Fahrrad hat und irgendwie haben wir noch Teile zu viel. So. Ja, das war's schon. Ein kleiner Schrank. Warum ist hier eigentlich keine Schublade drin? Aber ich glaube, man könnte das so da alles reinschmeißen. Hier ist noch die andere Geschichte. Können wir hier noch mit reindrücken.
Dann können wir die Sprayflasche noch mit anhängen. So, das Board bekleben wir auch diesmal nicht. Aber ich lege es dann hier mal drauf. So, und den Rest packen wir da rein. So, kurz aufräumen. Die beiden Teile sind Rest von dem Schrank. Und auch der Steckerdrücker ist ein Rest. Wer weiß, wozu man das nochmal braucht. Weiß ich nicht. Ich brauche es nicht. So, und jetzt könnten wir ihn hier auch noch anstöpseln ans Fahrrad. Und dann sieht das so aus, als ob der Teddybär hier an dem E-Bike irgendwas Sinnvolles macht. So. Ihr wisst ja, ich bin persönlich gar kein E-Bike-Freund, habe auch noch keins. Und es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich mir selber so ein Ding zulege. Aber so. Also, wenn man es so hinstellt, ja, ihr könnt es jetzt so schlecht sehen, weil ich die Perspektive ein bisschen blöd habe noch. Kann man machen, ne? Ich sag mal, das Set war jetzt nicht teuer. Was habe ich bezahlt? 7 Euro, 8 Euro. Ich glaube, ich habe es auch wieder reduziert gekriegt, bis zum geht nicht mehr. Ja, also von daher nichts falsch gemacht. So, das war im Prinzip, hier ist der sechste Stecker, der ist weggeflogen. So. In einem geordneten Haushalt findet sich alles wieder an. So. Tja, das war's. E-Bike Garage, Playmobil, kleines Osterspecial. Grüße gehen raus an alle, die mit Playmobil spielen und gleichzeitig Fahrrad fahren oder mal mit Playmobil gespielt haben und jetzt Fahrrad fahren. Oder, wie auch immer. Ich wünsche euch ein paar schöne freie Tage. Genießt das Wetter, wenn ihr könnt. Raus aufs Rad. Die Sonne motiviert sowieso bis zum geht nicht mehr. Fahrt ein bisschen rum. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.